Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Sign. Nach etwa einer Woche Pause mit Aufnehmen geht es jetzt endlich wieder weiter. Ich habe tatsächlich habe ich heute erst angefangen damit, die Level hier abzuschließen. Also war wieder sehr, sehr spaßig. Hat nicht so lange gedauert wie gedacht, aber es war schon wieder sehr viel Werbung, die man gucken musste. Es war schon, in der Zeit habe ich ein bisschen mein Handy geladen. Wir sind ungefähr bei, ich glaube, wie viel Prozent sind wir? Bei 44%. Okay, das geht noch. Das sollte für die Aufnahmesession reichen. Und dann würde ich sagen, holen wir uns als erstes natürlich wie immer die Belohnung ab. 5 Coins, das ist gut, das ist die beste Belohnung, die wir uns holen können. Das ganze andere Zeug benutze ich gar nicht, diese komischen Upgrades da, diese komischen Items oder was das auch ist, dieses Special-Dinger. Mir fällt übrigens jetzt erst gerade auf, dass das da oben neben dem Roboter, diese Zeichen, erinnert mich ein bisschen an einen sehr bekannten Film. Und ich würde sagen, der Hans hat geschrieben. Was hat er denn geschrieben? Super Hans ist allzeit bereit. Nee, er hat geschrieben, du wirst es nicht glauben, aber ich habe ein neues Hobby für mich entdeckt. Rate mal, was es ist. Fotografieren, Trampolinspringen, Basejumping, Bierbrauen oder nichts. Bierbrauen bestimmt. Oh, so ein Bier hätte ich jetzt mir da richtig Bock. Bei uns sinken die Fallzahlen langsam. Es sieht gut aus, dass man bald endlich sich mal wieder irgendwo hinsetzen kann und zusammen mit ein paar Freunden ein Bierchen genießen kann. Da freue ich mich doch sehr drauf. Kleiner Scherzkeks, das hättest du wohl gerne. Oh ja, das hätte ich gerne. Unglaublich aber wahr, ich kann jetzt zaubern. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Sogar Gedanken lesen. Na dann lies mal meine Gedanken. Aber schneller tippen kann er noch nicht. Schau her, ich zeige dir jetzt 6 Karten. Hier Messenger. Eine davon wählst du deren Gedanken aus und merkst sie dir gut. Okay. Wir gucken uns das an. Ich wähle mir nur in Gedanken eine aus, ne? Welchen nehmen wir denn? Okay. Okay, ich habe mir eine Karte gemerkt. Tut mir leid, Hans, ich habe so etwas keine Zeit. Vorher gucke ich nochmal, ob die Aufnahme auch läuft. Läuft noch, das ist gut. Ja, ich habe mir eine gemerkt. Okay, ich nehme die 6 Karten. Nachricht wurde gelöscht. So hast du die genommen, oder was? Mische diese und werde deine gedachte Karte entfernen. Er entfernt jetzt alle Karten. Abracadabra. Hokus pokus. Simsalabim? Natürlich. Denke jetzt ganz fest an deine Karte. Ja. Schwupps, weg ist sie. sie ist tatsächlich weg. Also er hat doch aber komplett alle getauscht, oder? Also die ist weg. Wobei ich mir jetzt nicht mehr sicher, doch die ist weg. Also gemerkt hatte ich mir die zweite von rechts, Kreuzkönig, nicht Pikkönig. Ich habe die Vermutung, er hat so komplett getauscht. Das ist unglaublich, nicht schlecht. Komm, wir sind mal super begeistert. Du bist so krass, Hans. Hans, der Zauberer. Ich bin immer wieder für eine Überraschung gut. Ja, das wissen wir. Ich arbeite gerade an einem grandiosen Trick, der würde dich noch mehr umhauen. Ich bin sehr gespannt, Herr Hans. Ich kann es kaum erwarten. Ups, vor lauter Zauberei hätte ich fast Wolf vergessen. Das ist nicht gut. Die gewünschten Zugangsdaten habe ich mit Lichtgeschwindigkeit an Wolf übermittelt. Naja, mit Lichtgeschwindigkeit, den wären sie ja schon da gewesen. Organparty, Wolf. Wolfi. Herr Kruger, versuchen Sie es bitte hiermit. Name, Dekan und Passwort Archiv 1602. Wieder äußerst kreativ. Einen Moment, schreibt Kruger.
Es hat funktioniert. Mensch, das ist ja krass. Ich gehe nun auf die Suche und melde mich, sobald ich etwas Nützliches gefunden habe. Viel Erfolg, bitte beeilen Sie sich, nichts sagen. Wir wünschen natürlich viel Erfolg. Wer ist das nochmal? Ich kann mir den Namen immer nicht merken von dem. Yannick, lasst uns die Zeit nutzen, um alle Informationen, die wir haben, nochmal zusammenzufassen. Unser Geistermädchen heißt Serena Blake und sie starb mit 18 Jahren. Sie sprang von einer Brücke und ertrank. Ja. Norma, das ist zumindest die offizielle Version. Yannick? Richtig, hier gibt es berechtigte Zweifel. Sie war definitiv schwanger, als sie starb, und sie ging vor ca. 15 Jahren auf unsere Uni. Habe ich etwas Wichtiges vergessen? Das will ich jetzt entscheiden. Dass Serena, wie wir durch die Nibelungensage wissen, Rache an ihrem Mörder nehmen möchte. Ja, es sollte man, ist vielleicht nicht ganz so unwichtig. Dass sie verliebt war und am Todestag dem Vater die Schwangerschaft beichten wollte. Nein, das weiß ich nicht. Nein, du hast das Wichtigste zusammengefasst. Komm, wir nehmen mal das. Naja, also irgendwer muss sie ja umgebracht haben, auf jeden Fall. Genau. Jep, das hatte ich ganz vergessen. Ach Mensch, Yannick, Schande über dein Haupt. Kannst du das vergessen? Die will dich umbringen und du vergisst es einfach. Prof, hier, ich habe etwas. Ah ja, kann man das lesen? Ich kann leider nicht zoomen. Ich kann, ja, jetzt geht's weg. Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweispflege. Naja, so halb kann ich es noch lesen, so alt bin ich noch nicht. St. Anna Hospital GmbH. Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweispflege. Einrichtung, Räumlichkeiten zeigen und erklären auf Station. Dienstzimmer, Teeküche. Was ist das genau? Nachweis, okay, aber wofür stehen die Kreuze? Weiß ich gar nicht. Ich lese trotzdem mal vor, was da steht. Personalaufenthaltsraum, Umkleiden, Dienstkleidung, Bewohnerzimmer, Belegungsplan, Patientenzimmer, Gemeinschaftsräume, Bad, Pflegebad. Oh Gott, da kriegt man ja Augenschmerzen bei. Fäkalienraum. Der Fäkalienraum. Steckbeckenspüle. Wäsche, Abfallentsorgung, Abstelllagerraum, Geräteraum, technische Gerätschaften. Oh, meine Augen. Zeigen und erklären im Haus, Pforte, Aufzüge, Verwaltung, Speisesaal, Küche, Speiseverteilsystem, Wäscherei, Kapelle, Therapieräume, Fußpflege, Friseur, Arztzimmer und Gesellschaftsräume. Und hoffentlich was, um die Augen wieder in Ordnung zu bringen. Oh mein Gott. Oh! Was steht da oben links noch? Name Serena Blake, Bibliotheknummer 91283, Karten-ID 18291920. Oh Käse. Dann, Prof, Ihr Tätigkeitsnachweis, leider das Einzige, was ich über Sie finden konnte. Jonathan, na super, das bringt uns nicht wirklich weiter. Cedric, St. Anna Krankenhaus. Sebastian, das ist doch das Krankenhaus, in dem du gerade arbeitest. Was? Ich arbeite da? Echt? Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das glaube ich jetzt nicht. Ich kann nicht scrollen, jetzt. Lange keine Premium-Antwort mehr gehabt. Antwortmöglichkeit. Stimmt, da arbeite ich. Deswegen bin ich so schockiert. Nicht, weil sie da auch irgendwie war. Kannst du dort vielleicht ein wenig nachforschen? Nein. Immerhin sollte doch so ein Todesfall in Erinnerung bleiben. Mein vorgesetzter Arzt, Dr. Leitner, datet gerne, arbeitet schon sehr lange dort. Ich schreibe ihn gleich mal an. Er ist uns noch einen Gefallen schuldig, glaube ich, oder? Prof, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Da ist es schon, das fällt dir früh auf. Oh nein, gleich kommt wieder. Eine Überwachungskamera im Spindbereich schlägt Alarm. Gleich kommt wieder so ein Jumpscare. Oh Gott. Basti reicht. Oder Guckel, sag mal Guckel. Chiara Prof, was ist los? Ilke kommt. Oh Gott, Bernhard. Sagen Sie irgendwas. Bernhard?
Bernhard. Mir geht es gut, aber schauen Sie sich diese Aufzeichnung einmal an. Let's go. Hä? Okay, das ist ein bisschen creepy. Cedric, fuck! Das ist doch Gabrielas ehemaliger Spind. Jonathan, oh mein Gott, verschwinden Sie schnell von da. Tayo, passen Sie auf sich auf. Ach Gott, sehr hilfreich immer. Dr. Leitner. Hallo, Herr Dr. Leitner. Sagt Ihnen der Name Serena Blake etwas? Oh! Geh weg! Geh weg! Es gefällt ihr gar nicht, dass wir hier rumschnüffeln. Und dieses eine Symbol da, ne, beim Hintergrundbild. Jetzt direkt links neben klingt gut. Da. Erinnert mich auch an etwas, möchte ich jetzt aber nicht sagen, an was genau. Mein kleiner grüner Kaktus. Okay, noch nie gehört, sollte er mir etwas sagen? Er? Ach so, der Name. Oh. Oh Gott, es war nicht so schlimm, weil das Geräusch nicht so schlimm war, aber trotzdem läuft einem immer so ein Schauer den Rücken runter. Sorry, dass ich so oft gucke, dass ich aufnehme, aber ich will nicht, dass es abbricht. Haben Sie das Mädchen vielleicht schon mal gesehen? Sind Sie wirklich ganz sicher? Bitte versuchen Sie sich zu erinnern. Was ist denn eigentlich? Diesen Dr. Leitner haben wir noch nie. Haben wir noch gar nicht ins Visier genommen, ne? Also was jetzt einen Täter angeht. Ich meine, er arbeitet da. Und das glaube ich auch noch schon länger. Und sagt jetzt, der Name, ne, sagt ihm nichts. Scheiße. Jetzt habe ich zwei Verdächtige. Haben Sie das Mädchen vielleicht schon mal gesehen? Sind Sie wirklich ganz sicher? Trotzdem fand ich den Prof immer noch sehr verdächtig, den Kruger. Ich habe diese Dame noch nie gesehen. Sie hat vor 15 Jahren an unserem Krankenhaus gearbeitet und ist auf tragische Weise ums Leben gekommen. Vor 15 Jahren, ich bitte Sie. Warum auch immer Sie das wissen möchten, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Warum dreht er denn so durch? Zählt man die Ausrufezeichen? Eins. Na gut, plus die zwei Fragezeichen vielleicht noch. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben Zeichen. Okay, trotzdem danke für Ihre Hilfe. Achso, es tut mir leid, aber ich kenne weder Ihren Namen noch Ihr Gesicht. Warum auch immer, ich kann Sie ja nicht weiter, Ihnen nicht weiterhelfen. Falls Ihnen doch noch etwas einfällt, geben Sie mir bitte Bescheid. Schade, aber ein Versuch war es wert. Nachricht wurde gelöscht. Hallo? Lass mich in Ruhe. Serena. Oder Gabriela. Oder. Oder du. Lügner! Wie bitte? Wie reden Sie mit mir? Okay, das ist jetzt. Will das Spiel uns jetzt dahin lenken, dass er der Täter ist? Das war ja jetzt sowieso sehr offensichtlich, oder? Oh Gott, Leute, ich brauche Tipps. Ich muss, glaube ich, bald wählen, wer es ist oder wen ich vermute. Wen würdet ihr vermuten? Wen soll ich wählen? Bitte schreibt es in die Kommentare. Ich wanke jetzt zwischen dem Prof, also dem Kruger und dem Leitner tatsächlich. Aber ich glaube, der Leitner ist es wieder so offensichtlich jetzt. Ne? Weil dieses Lügner, das ist ja wohl sehr offensichtlich. Es tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Ups, falscher Chat. Entschuldigen Sie, das habe ich nicht so gemeint. Also, es ist so geil, so, ne? Man schreibt Lügner großgeschrieben mit drei Ausrufezeichen extra noch und extra großgeschrieben und schreibt danach, ich habe es nicht so gemeint. Komm, wir nehmen mal den. Entschuldigung. Die löscht immer alles, die dumme Kuh. Darf ich überhaupt noch irgendwas schreiben? Du Slut. Ich glaube, ich darf nichts mehr schreiben. Ich glaube.
wir sollten sie nicht weiter beleidigen. Was? Organparty hat was? Unendliche Verzweiflung. Der Status. Toll. Macht Hoffnung. Ich weiß zwar nicht, was gerade in sie gefahren ist, aber ich verbitte mir diesen Ton. Alles Weitere klären wir gerne in einem persönlichen Gespräch. Hey, jetzt sei doch mal nicht so. Ich hab dir bei deinem Date geholfen. Meine Güte. Sei mal ein bisschen dankbarer. Oh, und es ist schon wieder so schwammig, das Bild. Serena Blake wurde der Gruppe hinzugefügt? Was? Was? Wie bitte? Was? Okay, jetzt wird's creepy. Ich halte das Handy mal ein bisschen weiter weg und gehe jetzt ran. Nein, ich bin kein Schisser. Danke für diese Information. Sehr wertvoll. Ich dachte, es kommt wieder irgendwas ganz... Oh Gott, das Bild. Mein Gott. Verzweiflung und Leid sind an meine Seele gebunden. Meine Geduld vergeht und so euer Leben. Können wir uns die jetzt angucken? Wartet mal. Die ist doch jetzt in unserer Gruppe. Können wir nicht gucken. Schade. Ich find's cool, dass man hier noch mal alles sich reinziehen kann, ne? Ja, wie halt im echten Chat. Können wir uns so das Bild angucken? Hier. Serena. Hä? Interessant. Guck mal. Ich weiß nicht, wer das schon entdeckt hat, der das Spiel auch gespielt hat und nicht. Hier dieses Creepy-Bild, ne? Bisschen übertrieben. Und dann geht man aufs Profilbild, will sich das groß angucken. Und dann kommt das Bild. Da steht sie in einer Kirche oder so. Okay. Zurück. Beziehungsstatus, stand da was? Oh. 0. Sehr gut. Oh Gott, wie ist das nur möglich? Tessa, sprich mit ihr. Serena, was willst du? Meine Güte. Oh. Das Spiel ist bald zu viel für mich. Was passiert hier? Serena, sprich mit uns. Leute. Alter. Jetzt reicht's aber. Kommen meine Nachrichten an? Seid ihr da? Wieso tust du das, Serena? Ja, die kommen ja nicht an, die Nachrichten. Okay, wenn ich jetzt drauf drücke, dann passiert wieder irgendwas. Jumpscares mit Ansage. Werft Licht auf meinen Tod oder Verdammnis wird euch alle heimsuchen. Dieses Bild. Teilt nun gemeinsam euer Schicksal. Kenn ich schon. Langweilig. Kennen wir doch aber. Warum zeigt sie uns das nochmal? Also, da war doch nichts anders jetzt bei, oder? Ist ja gut, spam uns nicht zu, Serena. Meine Güte, nur am Rumspammen hier, ey. Wir blockieren nicht gleich. Ignore-List. Ah, sie geht schon freiwillig. Euer Versagen führte zu einem weiteren Tod. Diese Seele teilt nun meine Verzweiflung. Was? Cedric WTF? Verdammt, Leute, ich konnte die ganze Zeit keine Nachrichten verschicken. Ja, wir auch nicht. Jonathan, same. Tayo ging gar nichts. Yannick, ja, ich auch nicht. Und er... Ach nee, hat er schon geschrieben. Cedric, Henry, Norma, Tessa. Sagt bitte nicht, dass ihr das Video gesehen habt. Scheiße, stimmt. Die hatten das noch gar nicht gesehen, ne? Henry, Norma und ich haben es gesehen und kurz darauf einen Anruf bekommen. Oh nein, Tessa, ich habe es auch gesehen und den Anruf bekommen. Ich glaube, das war Serenas Stimme. Elke, ihr hab's auch gesehen. Das war vielleicht gruselig. Ja, moi. Wo zapft is?
Jetzt sind wir alle in Lebensgefahr. Wieso tut sie das? Verdammt, sie will uns weiter unter Druck setzen. Ja, das wird der springende Punkt sein. Tayo? I got a hangover. Shit, Serena hat etwas von einem weiteren Tod geschrieben. Geht's euch allen gut? Könnt ihr bitte alle einmal in die Gruppe schreiben? Hier. Bin da. Hier. Da bin ich. Hallo. Hallo, meine Schnuckis. Jonathan, hurra, ich lebe noch. Cedric, ich auch. Yannick, Japp, Norma, Henry und ich sind da. Aber einer fehlt. Tessa, Serena. Ich kann das immer noch nicht fassen. Okay, er schreibt auch. Mir geht es gut, Prof. Elke, Bindua. Wer fehlt denn? Chiara. Chiara fehlt. Ja, Cedric, Chiara? Oh nein. Oh nein. Tai, und was ist mit dir, Ruby? Stimmt, Ruby hat auch noch nicht geantwortet. Oh. Norma, Chiara, Ruby, bitte meldet euch kurz. Aber nur kurz. Prof. Wir sollten zur Polizei. Ist hier gerade in der Historie, die beiden haben schon länger nichts mehr in die Gruppe geschrieben. Was ist da los? Cedric, sag es uns, was ist da los? Verdammt, der Prof hat recht, ist mir gar nicht aufgefallen. Was tun die nun? Ja, dann ist ja nicht so wichtig, dann sind die ja nicht so wichtig, ne? Ich rufe Chiara an, ich rufe Ruby an. Ruby ist mir sympathischer. Ruby, 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 Ruby. Telefon. Nehmen wir noch auf? Ja. Um Anrufe zu tätigen, gibt die angezeigte. Ja. 110 770. Dann probieren wir es doch mal. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgend so ein Serena-Shit. Ich bin gerade nicht in der Lage, dich zu erreichen. Ich heraus, wenn du etwas mit dem Herzen hast, darfst du mir gerne mal mehr gehörst, was sagt die Signatur in meinem Plan, die sich in Wuchsburg quatschen. Oh. Hört das doch mal auf. Da kriege ich Bock auf Shisha. Wenn ich das Geblubber höre. Okay. Ja, es hat aufgehört. Ich habe nicht aufgelegt. Es hat ein bisschen gedauert. Ich erreiche sie nicht, nur die Mailbox, aber total verzerrt. Prof, sag was dazu. Ruby wohnt nicht weit von mir, ich fahre sofort zu ihr. Ich werde in der Zwischenzeit.